So, ich habe mir gedacht, weißt du was, machen wir einfach noch eine Folge. Vielleicht kriegen wir die 130 Abonnenten ja voll, wäre schön, würde mich freuen. Nächster Meilenstein quasi. Bei mir ist jeder 10. Abonnent so ein kleiner, ja. So, ich hoffe, ich konnte euch dann gleich auch mit der Aufgabe helfen. Wir müssen halt diesmal, verpasste Klotzbot ein Update in einer 46er Zone. Was wir da genau machen sollen, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, das ergibt sich wie immer eine Aufgabe. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Weil die Tagesaufgabe. Wieso mit anderen? Hey. Jetzt hoffe ich, dass das auch in deren Mission geht. Müsste ja eigentlich, sonst würde er mich ja nicht dahin schicken. So, dann sage ich erstmal Danke zu den 3 Abonnenten, die jetzt eben neu dazukamen. Und für alle anderen, ihr wisst ja, Ladebildschirm, gleich Likezeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist. Helf uns einfach gemeinsam noch mehr Abonnenten zu haben. Wie gesagt, wenn du Fortnite aktiv spielst, werden wir uns eh öfter sehen. In dem Sinne würde ich sagen, lass jetzt dein Abo da. Wenn du wissen willst, wie das Gewinnspiel unten abläuft mit dem PaySafe-Code, einfach unten in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich genau erkläre, wie man den Code knacken kann. So, das war das. So, machen wir erstmal alle stumm. Zack. 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 Falls hier Deutsche in der Gruppe sind, willkommen auf YouTube. Ihr seid im nächsten Video. So. Oh, da ist eine Notiz. Kurz nach der Veröffentlichung der ersten Ausgabe von Ein brutal geil für Cowboys. Der hippigste, muhigste Reiseführer, der je mit dem Lasso gefangen wurde, entzifferte man endlich die geheimnisvollen Schriftzeichen. Man fand heraus, dass die dutzenden Zeichen unterschiedliche Varianten ein und derselben schaurigen Nachricht waren. Bringt dem Mann sein Pferd! Vor allem jetzt muss ich doch erstmal für die Aufgabe hier einfach Klotzbots finden, oder? Ich habe ja mit der eigentlichen Aufgabe gar nichts zu tun in dem Sinne. Wissenschaftler wurden von den geheimnisvollen Schriftzeichen angezogen. Insbesondere Sid Merritt, ein sehr bekannter Paläobiologe und ehemaliger Liedsänger von Steelwolf. Oh, spät gesehen. Alter. Den Forschungen zufolge erzählen die Schriftzeichen die Geschichte der Menschheit, die gegen das Aussterben ankämpft. Obwohl nicht bekannt ist, weshalb sie beinahe ausgestorben wären, konzentrieren sich Experten wie Sid Merritt auf die bedrohlichen menschenähnlichen Wesen in den Schriftzeichen. Kamen diese Angreifer von einer anderen Nation oder einem anderen Stamm? Oder handelte es sich um etwas Unheilvolleres? Boah. Oh, die sind so nervig, ey. Noch eine Anmerkung. Nach der zweiten Auflage von... Ja, du, ich weiß, jeder Gegner nervt mich irgendwie. Die früheren Übersetzungen der Höhlenzeichen tatsächlich eine Fälschung waren. So, machen wir hier mal einen Klotzbot. Das Geheimnis bleibt weiterhin bestehen. Ich glaube, wir sind noch umgucken. Sehen wir zu, dass wir wieder in die Zivilisation zurückkehren. Irgendwo muss es hier doch eine Straße geben. Mal sehen, was der Reiseführer dazu sagt. Im Brutal sollte man unbedingt unseren kultigen verlassenen Schrottplatz besuchen. Ich hoffe halt echt, dass das hier eine Mission noch machbar ist. Von dem viele behaupten, dass der legendäre Pistolero Schwarzstiefel Elias dort herumspukt. Alarma will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Wir sollten den Schrottplatz suchen. Für einige war Schwarzstiefel Elias ein Held. Andere hielten ihn nur für einen Schuft. Wir müssen so schnell wie möglich weg, Eddie. Darüber, warum Elias, der früher ein sanfter Pferdeflüsterer war, seine Pferdeflüsterei gegen Ballerei eingetauscht hat. Ah, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Jetzt weiß ich nicht, ob es für mich ist. Elias wollte Rache. Und das hatte wahrscheinlich mit Pferden zu tun. Bauskills sind da. Schön wär's. Mehr Kugeln. Ah. Noch eins höher. Nein! Ich Idiot. Geh mal außen rum. Hab ich keine Lust mehr, mich da nochmal hochzubauen. Da wäre ich gerade schon wieder fast runtergefallen. Ach, das ist doch die allererste Mission, meine ich. Ah, sie werden doch markiert. Wir sammeln Software, um dir zu helfen, ah, das reicht schon. Wie wäre es, wenn wir dir kurz eine Tüte über den Kopf ziehen? Geht das?
Also ganz simpel, die sind in der Welt verteilt und markiert mit dem Ausrufezeichen, also einfach hingehen, benutzen. Easy Aufgabe. Wahrscheinlich aber halt in 2 Missionen machbar. Jetzt muss ich mir mal dran denken, ein bisschen Material hier in meine Basis zu bringen. Brutal ist das Sturmschild doch ein bisschen härter. Ich geh hier wieder ab. Ja, hätte ich. Ich bin doch zu Hause. Nicht schießen. Dankeschön. Diese dämliche Buschpflanze, ich brauch die sogar. Das hab ich gemerkt beim Fallen herstellen, die fehlen mir. Kommandant, Glotspot für das Update platzieren. Ja, 2 kriegen wir wohl gefunden, vielleicht noch einen 3., aber das war's dann, denke ich mal. Hat wohl nicht ganz funktioniert. Dann heißt es Aufgabe erfolgreich abschließen, fertig. Ah, jetzt muss ich hier oben hin. Hallo, was? Ich hab so viel Schaden hier. Hä? Das war ein bisschen. Uiuiui. Ich weiß gar nicht, was ich bekomme, wenn ich die 1000 gekillt habe. Mich auch fragen, warum sind die hier Level 54? Oder ist es eine 54er Mission? Nein, schon nicht. So, ich weiß gar nicht, brauchen wir hier noch Pluto? Ich hol's mal mit. So, Map haben wir gleich komplett erkundet. Direkt 2 Stück. Schneller nachladen. Ein ausgekohltes Pferd gestohlen wurde. Einige behaupten, Eyas durchstreift bis heute die Wüste und ruft dabei den zutiefst unpräzisen Namen seines verlorenen. Ja, die berühmte Tankstelle. Schwarzstiefels Wutausbruch trug dazu bei, dass ich werde das nicht vergessen. Die eigentliche Tankstelle ist nämlich hier. Außerdem war er die Vorlage für viele Erzählungen und Volkslieder wie "Ich hab dein Pferd nicht, Mister. Kein Pferd ist hier, das schwör ich dir." Und den Scheunenklassiker. Lieber Gott, bring Senor Caballo heim. Oh, jetzt verstehe ich das Lied. Zack. Ich habe mich immer gefragt, warum der Sänger so aufgebracht war. Ist die Map komplett aufgedeckt? Ich glaube, ja. Ich probiere es zwar da hinten nochmal. Ich sehe eine Basis unter dem Sand. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich sehe große Gefahr. Wir alle sehen große Gefahr. Versuchen wir es nochmal. Ich glaube, Lars ist in der Nähe. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er in der Nähe eines Truckstops ist. Schauen wir mal, was wir da haben. Hab ihn! Ich habe den Ort auf der Karte markiert. Wir sind da. Die Gegner sind schon heftig für das minimale Level-Witch. Hey, Lars! Glaubst du, Sid könnte hier draußen sein?
Mach mir keine Hoffnung, kleiner Roboter. Gefühlt kriege ich mich hier gerade mit der ganzen Map an. 75er Software Mercurado sehe? Davon sind nur noch zwei im Umlauf. Im Umlauf soll heißen, noch nicht explodiert, oder? Ja. Shit könnte der einzige Typ sein, der clever genug ist, den Turbobus des Mercurado zu reparieren. Und blöd genug, ihn zu fahren. Wiedervereinigung von Steelwool bestätigt! Aber freu dich nicht zu früh. Alles ist schrecklich, die Welt ist zerfallen. Wie keine Munition. Und gute Dinge passieren so gut wie nie. Aber wenn die Wiedervereinigung passiert, bekomme ich einen Backstage-Pass und einen Auftritt. Und du widmest mir Sweet Lady Day. Und änderst den Text. Und Sid muss während der Bridge auf mich in der Menge zeigen. Und ich will, dass ein Spotlight auf mich gerichtet wird. Ein kleines, geschmackvolles Spotlight. Und ein Stirnband. Eins von der Band und nicht vom Merch-Table. Wenn du einen Reiseführer bisschen Munition herstellen. Das war schon immer ein ganz besonderer Ort für mich. Für uns alle. Wenn ich schnell inzwischen Munition weg ist, cool, ist echt natürliche Schönheit und geschichtsträchtig. Ich könnte einen Kurs in hiesiger so, Geschichte. Für all die, die jetzt noch zugucken, ich verrate euch jetzt mal die 13. Zahl. Und das ist die Nummer. Ich schicke euch was Falsches aus, muss nachgucken. 6. Nein! Gerät! Wir sprechen nicht darüber! Es ist nichts Brutales passiert! Sie haben sich gegenseitig gegessen. Egal, weiter. So, gehen wir mal in die Wüste und sehen, was der Reiseführer zu sagen hat. Da fehlt eine Seite. Schlecht finde ich die Waffe trotzdem. Ich weiß, wo die letzte Seite ist. Machen wir uns auf die Suche. So, dann machen wir doch mal die Mission jetzt ein bisschen mit. Weil hier gibt es definitiv keinen Klotzbot mehr. Also 3 Stück habe ich jetzt gefunden. Heißt, man muss halt, denke ich mal, 2 Missionen, dann wird man die ganze Sache haben. Oh, nix da. So weit kommt noch, dass wir uns von Höhlenseiten aus unserem Reiseführer klauen lassen. Wir müssen oder wissen, doch, da ist was noch auf einer. Der Seite steht, Kommandant. Holen wir sie uns zurück. Geht uns unserem Reiseführer zurück, ihr Widerlinge! Das ist aber böse. So. Schön wär's. Ja, wir haben sie. Lass uns zur Basis zurückgehen. Toll. Hätte ich mal besser noch das Ausrufezeichen geholt, anstatt zu kämpfen. Aber egal, ihr habt ja gesehen jetzt, wie gesagt, ihr müsst 5 von den Dingern finden. Die werden auf der Karte auch markiert, also eigentlich easy. Und da ist schon wieder ein Abonnent dazugekommen. Was geht denn heute ab? So, oh, 2 Millionen EP. Holt mal gerne mit. Bam, 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 bam. Jetzt gleich die nächste Mission, also die Mission dann solo fertig machen. Ohne Video, weil das bringt ja nichts, wenn schon 2 Videos von mal. Das ist ja gefuddelt. Ihr wisst jetzt, wie die Mission funktioniert. Ich denke mal, das wird ja jeder hinkriegen, dann 2-mal eine Runde zu starten. So, ihr wisst ja, Ladebildschirm, Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist. Jetzt! Sei der 130. Oder vielleicht dann, wenn du das Video guckst, der 130.000. Abgehoben. So, gucken, was wir hier bekommen. Ich weiß gar nicht, was die Mission war. Ach ne, wir kriegen ja mehr EP und alles. Ja, Gold ist immer gut. Ich brauche so viel Gold. Ach, neue Upgrade-Punkte, aber unser Level ist eh zu niedrig. So, hier kam nichts dazu, nicht, oder? Im Inneren befindet. Lass mir die Überraschung. Ne, fehlen noch 170. Gibt es eigentlich auch nichts mehr, was ich kaufen kann, außer das Heilpad eventuell noch und den Helden eigentlich. Aber dann würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wie gesagt, ihr müsst 5 von den Dingern finden. 3 habe ich jetzt gefunden, das wird ihr jetzt haben können, aber in der nächsten Mission habe ich denke ich schon mal 2 Stück. In dem Sinne sage ich, haut rein.